Hallo zusammen. Heute wir testen ein Monster aus 90er Jahr. Der ist Rekordhalter bis 1999, das eine Jaguar XJ220. XJ220. Die Historie von Fahrzeug startet von 1988 mit einem Prototyp. Jaguar fast 40 Jahre keinen Sportwagen gebaut. Die letzte richtige Sportwagen von Jaguar war XK120 und nach 40 Jahren kommt erstmal XJ220. Damals Jaguar zuerst geplant, das Auto machen mit V12 Zylinder. Alle kennt diesen Prototyp, die war mit V12. Aber im Serie Fahrzeuge kommen mit V6 Motor Biturbo, aber mit 550 PS. Und damals, das war extrem viel Leistung. Wegen seiner Aerodynamik, Fahrzeug war sehr flach, sehr breit und sehr lang. Aber das Auto hat Geschwinderekord gemacht im 93er und das Geschwinderekord war fast bis 1999 mit 350 km/h. Und damals, das war sehr, sehr schnell für Serienfahrzeug mit Straßenzulassung. Und das war das schnellste Fahrzeug mit Straßenzulassung bis 1999. Und danach, ich glaube, McLaren F1 Neurekord gemacht. Von Design sehen Sie selber, brauche ich gar nichts erzählen. Das Auto timelos sieht heute immer noch super aus. Da sieht man, dass es Hypercast. Preis war über 400.000 Pfund und über 1 Million Deutsche Mark. Und das war extrem, extrem viel und extrem teures Fahrzeug gewesen. Jaguar wollte ungefähr die Konkurrenz machen für Porsche 959 mit Allradantrieb, welcher war gebaut ist. Und eventuell, das war Konkurrenz Porsche 599, F40 und Jaguar XJ220. Stückzahl, ja, die Stückzahl, die Jaguar hat geplant 350 Stück erstmal gebaut, aber ganz, ganz schwierig, bis 97 hat 282 Stück gemacht, zusammen mit S-Serien. Das war letztes Jahr sehr viel Probleme mit Kunden, sehr viel Gerichtsprozessen und dann Jaguar hat das aufgehört. Ich glaube, die letzte Fahrzeug mit Gerichtsprozess Kunde hat bekommen für 140.000 Pfund. Das war schon extrem schwer für Jaguar und dann Jaguar hat aufgehört mit Produktion das weiter. Es gibt Rennfahrzeuge, die Le Mans hat auch gefahren. Zwei Fahrzeuge hat Probleme mit Motor bekommen. Ein Fahrzeug hat seine Klasse gewonnen, aber die war disqualifiziert, weil die Cut war ausgebaut. Bei Reglement Cut muss im Auto sein. Das war eine sehr lange Diskussion, aber leider Jaguar hat das verloren und war disqualifiziert. Aber das Auto in seiner Klasse erst zum Ziel gekommen. Es war ein paar Racefahrzeuge auch von Privatteam, welche hat keinen Werksupport gehabt. Sie hat gefahren italienische Meisterschaft und ein paar andere Meisterschaften. Das Auto war im Martini Livia und wir wissen ja, die hat diese Klappscheinwerfer gebaut mit Plexiglas, mit normalen Scheinwerfer. Und aber Fahrzeug war trotzdem zu groß, zu breit und für Rennsport, das passt nicht genauso wie muss sein. Was haben wir in das unser Exemplar? Was ist besonders? Ja, das Fahrzeug von Don Lau getunt auf 650 PS, hat BBS Räder, die Originalräder auch dabei.
Ich habe viel Kritik gehört, die muss Originalräder sein. Auf meinen Geschmackssache, mir gefällt mit diese BBS-Räder, dann sieht man das was anders. Wir sehen sofort, Fahrzeug hat schwarze Lackierung. Ja. Die erste Serie von Auto war nur grün und silber. Die letzte Produktion noch dunkelrot und dunkelblau. Das Auto war original in grüner Farbe und umlackiert auf schwarz. Das war von Wunsch letzter Vorbesitzer, welcher hat Fahrzeug getunt, auch bei Donlau in England. Rechnung liegt vor über 200.000 Euro. Und das macht mehr persönlich, das Auto macht mehr Spaß als ganz normale Serienfahrzeug. Ich finde sehr interessant Aerodynamik von Fahrzeug mit all diesen Luftkanälen, mit Front, mit Seitenteil, die geht bis Intercooler rein. Ja, wir sehen im Gitter, im Seitenschwelle beide Intercooler. Auch sehr interessant gemacht mit Scheinwerfer, ja, weil damals war sehr modern Klappscheinwerfer, die meistens gebaute, wir wissen, ja, die geht nach oben. Es gibt wie vor Opel GT zum Beispiel, welche dreht sich, und bei Jaguar geht runter, ja, und dann sehen wir Scheinwerfer. Das finde ich auch sehr interessant gemacht. Ich habe das Auto gehabt als Kind auf große Poster bei mir auf dem Wand. Und damals, Ende 80er Jahre, Anfang 90er Jahre, ich glaube, fast jeder Junge hat das Auto auf dem Poster gesehen oder im Magazin. Und für ihn war das ein schönstes Fahrzeug, welches hat er sein Leben gesehen. Die Sitze bis hier, ja, das ganze Teil, das ist Motorraum mit Getriebe. Ja. Guck mal, das ist die Hälfte vom Auto. Weil hier haben wir Sitz, hier vordere Achse mit Front, mit Kühler, mit Kühlsystem. Aber von Mitte Fahrzeug kommt alles mit Motor und Getriebe. Jetzt gucken wir den Motorraum an. Die Engländer versucht immer ein bisschen seine Stamm lassen im Fahrzeug. Ja. Wir wissen, Mini Cooper hat Motorhaube, Griff ganz rechts bei Beifahrerseite, ja, obwohl Fahrer sitzt links. Das bedeutet, die versucht, das uns zeigen, das Auto aus England mit rechts-linker. Genauso Jaguar gemacht, ja, obwohl wir sitzen links. Die Button für Kofferraum hat gemacht auf der rechten Seite bei Beifahrerseite hier, ja. Und das heißt, für Motorrad offen, ich muss aussteigen, dann umlaufen und hier aufmachen. Ja? Dann gucken wir Motorrad. Motorrad. Wir gucken Motorraum. Motorrad. Nein. Jetzt Motor, ja. Eigentlich, das ist V6 Motor mit zwei Turbo. Ist kurz und klein. Das. Aber guck mal, von hier steht Getriebe. Getriebe ist gedreht mit Antriebwelle zum Räder. Und guck mal nochmal. Wir können diesen ganzen Raum auf zwei Teile noch geteilt. Die Räder steht genau in der Mitte. Und guck mal, wie groß haben wir noch Heck. Ja, das ist. Weiter geht nur Rahmen mit Differential. Das war's. Aber guck mal, wie groß es ist. Das fällt. Hier haben wir auch eine kleine Überraschung. Hier haben wir, sage ich so, Kofferraum. Aber damals auch war sehr, sehr viel Kritik. Die Leute hat das Auto beschwert und viele Journalisten hat das Auto beschwert, hat gesagt, für das Geld über 1 Million deutsche Markfahrzeug hat kein Platz für kleine Koffer. Du kannst Aktentasche kannst du noch hier liegen, das war's. Weil Innenraum und hier nach vorne auch hat kein Platz. Das Auto absolut tot für Reise. Das ist auch ein ganz wichtiger Detail, wie alle Fahrzeuge 90er Jahre oder 80er Jahre. Guck mal, wie groß hat Antenne. Ja? Heute, das in unserer Zeit, das ist natürlich schon ein bisschen witzig, weil, aber die früher, die Details muss dabei sein, weil Radio war im Auto sehr wichtig und sieht so aus wie ein kleines Spielzeug mit Radiobedienung. Auspuff hier
direkt. Ja? Wenn gucken wir von Turbolader, geht 2 Rohre und geht direkt nach außen. Sound, klar, der ist extrem laut, aber passt zum Straßen. Ja? Wenn fahren wir nicht mit 6000 RPM, dann Fahrzeug natürlich ja, bis 3000 RPM kannst du ganz normal fahren im Start, das ist angenehm. Und nach, natürlich, das ist extrem laut, Autobahn ist extrem laut. Ja, aber das gehört genau zum das Fahrzeug. Und das Auto, das auch die Vorgeschichte von diesem Fahrzeug, das war auch sehr interessant. Das Auto fast 10 Jahre gestanden im Lager. Und eigentlich war von 97 bis 2007 im Lager. Dann Fahrzeug 2010 nach England, von Schweden nach England gekommen. Dann war umgebaut, fast auch 5 Jahre Umbauung gemacht. Und dann 2016 war wieder auf der Straße mit neuem Besitzer in Frankreich. Und wir haben das Auto dieses Jahr bekommen, 2022. Was sage ich wegen, ja, sehr oft bekomme ich immer Fragen Investitionen von Fahrzeugen. Ob das macht Sinn, das Auto als Invest kaufen oder als Spaß kaufen. Auf meiner Sicht, alle Modelle im guten Zustand, XJ220, ist schon Rarität. Die Preise gehen nur nach oben. Im Moment ist schon gut gestiegen, die Preise waren zwischen 300.000 und 400.000. Im Moment Preise geht schon mit guten Fahrzeugen, mit kleinen Kilometerstand bis 10.000 Richtung 600, 650. Ganz, ganz seltene S-Modelle in Farbe Blau oder Silber, noch teurer gewesen. Und das Auto hat 18.000 Kilometer, weil getuned ist, die Preis liegt Richtung 430.000, 435.000. Aber das Auto ist sehr, sehr stark nachgefragt. Ich glaube, die bleibt nicht so lange bei uns, weil von meinem Gefühl für das Auto haben wir im Moment sehr viele Kunden. Jetzt gehen wir, gucken wir in die Ausstattung, weil gibt es ein Detail, welche ich habe nie bei anderen Fahrzeugen gesehen. Das ist nur bei Jaguar. Wir machen die Tür auf, das Instrumentblock. Ja? Hier können wir sehen Uhr, Temperatur von Getriebe, Boost von Turbolader und Batterie, Voltmeter von Akku. Ja? Das Fahrzeug mit Nummer 38. Zufall, ich habe auch Fahrzeug mit Nummer 37, einer bevor, grüne mit weniger Kilometern, mit 3000 Kilometern, das steht auch bei uns im Haus. Und innen, wir sehen, ja, Jaguar damals hat Schwierigkeit und sehr viel von Serienfahrzeug, ja, die alle Schalter, Hebel, Nardo, Lenkrad, dann sehen wir das von Fahrzeugen von 90er Jahren, von Jaguar, bis hin so wie Schloss, sage ich auch, von Ford. Aber das war Zeit, wo alle hat Schwierigkeiten. Bentley, Rolls-Royce, Jaguar, Range Rover, alle Engländer waren nicht einfach. Jaguar hat sehr viel zusammen mit Tiver gemacht und das Marke auch, finde ich auch, hat gute Geschichte aus Rennsport, aber war auch nicht einfach. Und genau 90er Jahre Fahrzeuge, wir sehen immer Qualität nicht so gut, Qualität von Leder nicht so gut, aber das gehört zum Geschichte von Autoindustrie. Interieur. Das alles passt für Fahrzeuge 90er Jahre, für Sportwagen. Maximal Winkel, fast horizontal Frontscheibe. Ganz, ganz tief. Sonnenblende auch ganz, ganz tief hier. Ja. Panoramadach hatte. Für mich, ehrlich sage ich, Sitzposition und Interieur sehr gemütlich. Ich mag das Gefühl mit ganz breiter Armaturbrett und Mittelkonsole auch hoch.
Lenkrad auf meiner Sicht kann man ein bisschen kleiner machen, aber geht auch, weil Fahrzeug hat keine Servolenkung, kein ABS, kein Traction Control. Das alles ohne so direkt Lenkung, Bremse auch, kein Bremsassistent hat, kein Bremsverstecker, Bremspedal auch sehr, sehr hart, Kupplung auch sehr, sehr hart. Das Auto, Natur, du bekommst Gefühl wie von Rennwagen. Ja? Wenn magst du Slicks noch und Fahrwerk bisschen härter, du kannst Rennen fahren, das ist absolut wie bei einem Rennfahrzeug, aber nur mit Leder. Es gibt, ich glaube, TVR hat auch letzte Fahrzeuge gemacht, wie Cup-Fahrzeuge, die waren ohne gar nichts mit Käfig und mit Sportsitze aus GFK. Das war ohne Innenausstattung, ohne Leder, ohne Teppich. Das waren letzte paar Autos. Ehrlich habe ich das nicht gesehen, aber habe ich das gelesen. Es gibt von letzter Produktion ein paar Autos, welche sportliche Charakter hat. Tacho. Ich bin absolut Fan von Opel Lotus Omega. Ich mag das Auto sehr, auch von 90er Jahren. Das war auch mein Kindertraum, Opel Lotus Omega und Lancia Delta, Lancia Tema 832 mit Ferrari Motor, mit Motor von Dino. Wenn bin hier, dann bekomme ich sofort Gefühl, ich weiß nicht warum, genau von Opel. Von Opel genauso. Tester, genauso Schalter haben wir gesehen. Jaguar auch, aber Jaguar ein bisschen was anderes. Aber zum Beispiel diese Luftkanäle von Klima, ich glaube, das auch sieht so identisch aus wie bei Opel. Und mit diesen drei Schalter auch, das damals war bei Opel Vectra, Opel Omega, so drei Bedienungen von Heizung und Klimaanlage. Das Auto hat Klimaanlage, ja, das ist auch gut. Hat zwei elektrische Fenster, vorne, rechts, links. Soundsystem von Alpine. Radio auch von Alpine. Und typisch, Interieur typisch 90er Jahre. Sitze, Sportsitze, sehr gut gemacht. Ah ja, bei dem Fahrzeug auch. Eigentlich fast alle Fahrzeuge, was habe ich gesehen, hat Grauleder, Grau-Innenausstattung. Das ist auch sehr selten. Die hat im Beige, finde ich, viel besser. Für, okay, Fahrzeug war original grün und dann in Schwarz umlackiert, aber für, passt sehr gut für beide Farbkombinationen. Mit schwarzer Alcantara Akzent. Das auch sehr, sehr gut gemacht. Hier sehen wir auch zwei Löcher, ja, und hier hinter von Sitze haben wir Befestigungssystem. Wir können sehen, dass Möglichkeit vier oder fünf Punkte Gürtel einbauen für Rennstrecke. Was noch? Ja, Feuerlöscher, das ist auch so ein Motiv von Rennstrecke. Und Fahrzeuge wie 595, Jaguar, Ferrari F40. Meine Empfehlung, fahren immer mit Feuerlöscher mit. Weil die Autos immer kann Überraschung machen. Deswegen muss man immer Feuerlöscher dabei sein. Wie Hebel von Motorradabdeckung, genauso Hebel von Frontdeckel, sage ich so. Können wir gleich gucken, was da oben ist. Ja, hier, ja, wir können hier nur sehen die Antriebe von Scheinwerfer, zwei Motoren von Scheinwerfer steht, Wasserkühler und zwei Ventilator. Das war's. Das ist auch kein Platz für Koffer oder für kleine Tasche. Das heißt, das steht extra Schild, ja, Aufklebe, darf man keinen Koffer rein. Das heißt, das ist nur technischer Raum. Ich sehe auch hier mit Schnellverschluss auch einen Decker, bestimmt für was reparieren im Armaturbrett und unter Frontscheibe. Aber das auch, das ist nur technischer Raum, das ist nichts für Koffer. Das, was habe ich über Scheinwerfer erzählt, schauen wir, wie das läuft. Geil, ja?
Ja, das Jaguar. Wir machen noch einen Bericht ein bisschen später mit einem sehr, sehr guten Fahrzeug. Im Blau mit nur 400 Kilometer gelaufen. Komplett original, wie von Werk. Das Auto aus Sammlung. Das Auto nie auf der Straße gefahren. Und dann machen wir Vergleich, was besser ist. Getunte, aber billigere Variante. Oder Werksfahrzeug, original Werksfahrzeug, aber mit ganz, ganz, ganz teurer Preis. Ja, ich wollte so ein kleines Resümee machen. Das Auto, ehrlich, wer hat mit das Auto gefahren oder wer hat das Auto im Besitz? Das Auto liegt im Herz. Jeder Sammler, welcher sammelt gute Kollektion, muss das Auto in Sammlung haben. Im Moment die Preise, ich sehe das noch tief. Das Fahrzeug hat sehr großes Potenzial und macht mega Spaß zu fahren. Optisch immer noch 30 Jahre wird aktuell und technisch auch sehr stark, sehr schnell. So eine gute muss man haben. Ich würde alle danke sagen und tschüss. Wir sehen uns im nächsten Mal. Ciao.